Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir stehen hier in Halle 1 auf der CMT und wir möchten euch einen richtig tollen Van vorstellen, den Eriba Van 600. Richtig toller Eriba K600. Genau, der ist nämlich neu. Richtig neu. Weltpremiere. Eriba baut wieder Vans und richtig cool sieht er aus. Und alle Details zu diesem Fahrzeug gibt es wann? Nach dem Intro. So, wir schauen uns das Fahrzeug einmal an, wir gehen gleich mal hier im vorderen Bereich, ihr habt einen Außentisch, den könnt ihr ausklappen, der ist dann sozusagen hier eingerastet und wird dann ausgeklappt. Jetzt ist natürlich hier das Stören mit der Befestigung bzw. mit dem Eintritt. Sonst habt ihr hier ein Fliegengitter, das geht mal von der anderen Seite auf, also ist mal halt was anderes. Die Dinette ist wie in vielen Fahrzeugen sehr bekannt, wir kommen mit Leder her. Finde ich sehr schön, es lässt sich super anfassen, also man merkt auch, dass das ein tolles Leder ist, ein vernünftiges Leder ist. Ja, auf VW-Basis das ganze Fahrzeug, da werdet ihr auch einige Assistenzsysteme natürlich dann bekommen. Der VW ist ja sehr fortschrittlich, also von daher, das ist eine gute Sache. Der Tisch, auch hier ausklappbar, macht einen wirklich sehr hochwertigen Eindruck, wie man das so auch von der Marke sehr gewohnt ist und kennt. Ja, dann habt ihr über der Dinette habt ihr zwei Schränke oder zwei Verstaumöglichkeiten und auch noch auf dieser Seite gibt es dann auch noch anscheinend ein Fach, allerdings weiß ich gerade nicht, wie man das aufmacht. Das kann ich gerade nicht so genau sagen. Ansonsten Ablagemöglichkeiten nach vorne, hier auf die rechte Seite, hier habt ihr die Bedienzentrale, die ist dann dementsprechend sehr digital, komplette digitale Anzeige, also höchst modern. Hier habt ihr nochmal auf der linken Seite über den Polstern, also über der Sitzbank, habt ihr nochmal Ablagemöglichkeiten, auch mit einer Verstaumöglichkeit, also Spannmöglichkeit. An der Seite könnte man dann wahrscheinlich auch den Fernseher hier dran befestigen, das wird an der Stelle auch passieren. Dann schauen wir uns mal den Bereich der Küche an. Hier haben wir einen großen Kühlschrank, der ist nach vorne aufziehbar, das heißt auch von außen kommt ihr gut ran, ihr kommt von oben rein. Das heißt, wenn ihr vor dem Van steht, ist das eine super, beziehungsweise hier im Van steht, ist es eine super Sache, auch die Sachen gut und einfach rauszunehmen. Finde ich gut gelöst. Dann haben wir einen Zweiflammen-Gaskocher und natürlich das Waschbecken. Hier hinten habt ihr den Wasserhahn, der wird rumgeschwenkt. Muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man den nicht kaputt macht, wenn man diese Glasplatte auf und zu macht. Ihr habt über der ganzen Küchenzeile noch schöne Ablagemöglichkeiten. Die sind hier alle auch wieder mit so einem Spannsystem hier hinten. Das weiß ich nicht, ob man das so gut sehen kann. Das heißt, wir können auch dort wieder was verspannen. Dann habt ihr hier die Möglichkeiten im hinteren Bereich. Jetzt machen wir erstmal den hinteren Bereich, würde ich sagen. Diese Fächer, die großen, die sind auch relativ tief. Also da passt auch gut was rein. Die Scharniere machen ganz guten Eindruck. Wir haben hier dieses Soft-Close-System, das heißt, es geht auch ganz sanft wieder ran. Finde ich gut gemacht. Hinten haben wir Ablagemöglichkeiten, genauso tief das Fach, nur halt ist es halt nicht geschlossen, was für mich jetzt kein Problem darstellen würde. Und auch auf der rechten Seite haben wir noch zwei so eine Ablagemöglichkeiten. Was ich cool finde, ist, hier könnt ihr noch die Jacken hinhängen. Wir haben in unserem Auto immer das Problem, dass wir wohin mit den Jacken, also alle auf das Bett. Hier könnt ihr sie einhängen, gut gelöst, tolle Sache. Die Bettenmaße, das müssen wir euch jetzt einblenden, weil das habe ich gerade nicht im Kopf. Und ja, hier unten haben wir natürlich auch noch ein paar Möglichkeiten für Staufläche. Also wir haben hier natürlich die Lichtschalter teilweise. Dann haben wir hier noch Schubladen, wo ihr dann auch das Besteck reinpacken könnt. Hier habt ihr noch eine Schublade, wo ihr Teller und was auch immer noch reinstellen könnt. Und darunter genauso. Allerdings gibt es dann hier noch die Möglichkeit, erstmal diese Trittstufe wegzuklappen. Cool gelöst. Und dann kommt ihr auch wunderbar an die Schublade ran. Tagsüber würde ich sagen, braucht man diese Trittstufe eh nicht so wirklich und von daher wird sie dann wahrscheinlich eher eingeklappt sein. Und dann lässt sich das Ganze wohl auch noch zur Seite wegbewegen, wenn es nicht irgendwo eingerastet ist. Das muss ich mir nochmal gleich anschauen.
So, gucken wir mal das Bad uns an. Ihr habt eine Tedford-Toilette. Die lässt sich sicherlich auch austauschen in eine dementsprechende Toilette, die Trockentrenntoilette, welcher Art auch immer. Dann habt ihr das Klappwaschbecken hier. Das wird man also einfach an die Seite wegklappen können. Und wir haben hier oben, oberhalb haben wir noch ein kleines Staufach, wo ihr Zahnbecher und so weiter hinstellen könnt. Einen schönen Spiegel. Und natürlich ist das Ganze hier mit einem Duschvorhang. Das heißt, ihr habt den Duschvorhang hier und den müsst ihr dann halt einmal komplett rundum ziehen. Auf der linken Seite wird die Duschbrause, die man dann dementsprechend hier auch für das Waschbecken benutzt, rausziehen kann und dann dementsprechend dort einhängen kann. Und dann habe ich natürlich die Möglichkeit noch gefunden, das Ganze an die Seite zu schieben. Das war hier einfach eben gerade nur ein bisschen verkantet. Das war das Problem. Das heißt, man muss es ordentlich unten randrücken und dann kann man das Ganze einfach rüberschieben und man kommt sogar in den Staubereich. Aber den schauen wir uns jetzt von hinten nochmal an. Eine Möglichkeit darf man auch noch nicht vergessen. Unterhalb der Dinette haben wir noch zwei schöne Ablagefächer. Schaut euch das an. Also da können gut noch Schuhe und so weiter rein. Da hast du halt den doppelten Boden. Der passt hervorragend. Und ganz hinten ist noch eine Serviceklappe. Die ist dann für den Frostschutz und ich glaube Bordwerkzeug oder sowas ist da noch mit drin. So sieht es zumindest aus. Nun schauen wir nochmal das Ganze uns von hinten an. Wir haben hier an der rechten Seite ein kleines Fächlein. Da habt ihr den Wassertank und hier kommt ihr dann im Prinzip an die Ablassschraube für den Wassertank ran, dass ihr den natürlich auch frostsicher machen könnt. Ihr habt einen tollen Boden. Der ist relativ hoch, das heißt, ich glaube, dass wir hier gar keine Probleme hätten, um auch Stühle und Tisch so vernünftig hochkant an die Seite ranzustellen. Also das würde, glaube ich, ganz gut klappen. Dann haben wir von hinten gesehen, hoppala, so, das Gasfach. Also ihr kommt hier von hinten ran, das finde ich eine gut gelöste Sache. Ist auch, finde ich, sehr, sehr wichtig, dass man das von hinten aufmachen kann. Und für Werkzeug und so weiter habt ihr noch eine echt lange Schublade. Also die ist bestimmt mal 60 cm, würde ich jetzt mal so schätzen. Das ist schon mega, denn man hat ja auch Stromkabel und so weiter, was man alles so gut verstauen kann. Dann habt ihr noch in den Seitentüren oder Hecktüren unterhalb Staufächer, wo ihr noch Sachen reinpacken könnt. Also da könnte ich mir auch ein Stromkabel gut vorstellen. Auf der linken Seite ganz genauso. Also Staumöglichkeiten jede Menge, gut gelöst. Und alles ist hier mit so einem Vlies überzogen, dass nicht gleich so das direkte Plastik zum Vorschein kommt. Finde ich echt schick. Dieses Fahrzeug hier kommt von außen mit einer aufgesetzten Haube daher, weil das Bett natürlich größer werden muss. Daher habt ihr an der Seite so eine Beule. Ja, lassen wir uns das Fahrzeug noch mal kurz von außen wirken. Zweigeteilter Lackierung, also weiß und blau. Sieht schon echt schick aus. Aber ich glaube, VW kennt man ja mittlerweile diese Zweifachlackierung. Nebenan steht der Bruder sozusagen. Der ist dann in Rot-Weiß auch erhältlich. Eine Sache habe ich noch, das Fach oben oberhalb des Fahrers, das ist lässt Fach. Sich nicht aufmachen. Es ist kein Fach, es ist eine Holzverblendung und das war's. Und wir haben hier eine Heizung und zwar ist das die Truma 6DE, also mit Elektroheizbetrieb. Finde ich gut, haben wir auch, geile Sache, dass wir auch zwischendurch mal ein bisschen Diesel sparen können. Genau, Masse im fahrbereiten Zustand, beziehungsweise was könnt ihr zuladen? Circa 315 Kilo. Jetzt würde man sagen, das ist nichts. Natürlich ist das nichts, aber ihr habt hier ein Volkswagen. Genau, mit der großen Maschine, 177 PS Automatikgetriebe, das wiegt leider schon eine ganze Menge. Das ist ein Qualitätsprodukt vom Hause aus. Und da sieht man, Eriba baut einen Crafter aus, wie es sein muss. Stylisch, schön, gut verarbeitet, im Gegensatz zu VW. Warum schaffen die es selber nicht? Aber Hümer und es ist sehr wohnlich. Richtig schön, also das muckelig kann man sagen. Natürlich seht ihr jetzt nicht alles in diesem Video. Das ist logisch und wir gehen auch nicht auf jeden Teil an, wo es was nicht toll ist. Das müsst ihr nämlich selber individuell entscheiden. Passt es für euch, passt es nicht? Was zum Beispiel für mich wichtig ist, passe ich in die Dusche rein? Tatsächlich
Ich würde da reinpassen. Genau, also jeder muss sich das Fahrzeug natürlich nochmal im Detail selber angucken, das ist klar. Ihr sollt hier einen guten Überblick bekommen, ob euch das Fahrzeug zusagt, auch vom Design und Style. Und genau, ich glaube, das hoffen wir, dass das gut gelungen ist. Genau, für das, um zu wissen, auch der Preis ist immer wichtig, der hier würde knappe 85.000 Euro kosten. Also auch noch ein völlig humaner Preis. Wir kennen es weitaus teurer. Toller Einstieg. Wir hoffen, Eribar macht weiter, coole Events, weil das ist schon was Tolles. Genau, wir drücken auf jeden Fall ganz fest die Daumen und ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Heute machen wir es mal andersrum. Lasst gerne ein Like da, einen Daumen nach oben natürlich. Kommentiert gerne, was ihr vielleicht noch wissen wollt. Wir versuchen es rauszubekommen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Wenn ihr uns gewogen bleibt, Kreuzfahrtkämpfer. Bis dahin. In diesem Sinne, alles Gute. Ciao, ciao. Tschüss.